Heike Kulk von der Apartmentvermietung Kulk freut sich, denn ab sofort werden ihre Sylt-Urlauber die Schlüssel im neu gestalteten Büroraum in der Norderstraße 83 in Westerland in Empfang nehmen. Die Familie Kulk vermietet attraktive Ferienapartments und Ferienhäuser auf der Insel. Aber die Kulks sind nicht nur kompetente Gastgeber, sondern ganz nebenbei auch große Eisfans. Seit Freitag hat das Leben für mich als Eisliebhaber endlich wieder einen Sinn, denn Florida-Eis ist in die neue Saison gestartet. Ich will das Eis filmen und essen. Okay. Eine Kugel Schokolade und eine Kugel Erdbeere, bitte. In der Waffel oder im Becher? In der Waffel. Okay. Schokolade und Erdbeere. Die kleine feine Eisdiele präsentiert sich ebenfalls im neuen Look. Im Angebot ist Milcheis und Fruchteis. Es gibt sowohl gluten- als auch laktosefreie Sorten. Das Florida-Eisparadies hat bis Mai immer freitags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch am Ostermontag gibt es das leckere Gefrorene. Sie finden Florida-Eis in Westerland direkt neben dem Eingang der Nordseeklinik gegenüber des Edeka-Marktes in der Norderstraße.